Tja, und willkommen zurück zur nächsten Folge von No Man's Sky. Speicherpunkt erstmal aufheben, ganz wichtig. Ich muss mich kurz daran erinnern, was ich wollte auf diesem Planeten. Also nicht verlassen, das Gebäude. Absprungkapsel. Erreiche Meilenstein erkannt mit Alien-Begegnung. Naja, okay. Natürlich das Problem. Und deine Basis in 12 Stunden. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Ich muss mich kurz reorientieren. Was habe ich denn, was habe ich denn nicht? Erstmal, ich habe keinen Treibstoff. Scheiße, ein bisschen. Zwei Platten, drei Platten, eins, war falsch, zwei, drei, geht doch, so, Antimaterie, hoffentlich brauchte ich das nicht für irgendwas anderes. Ich hoffe es zumindest. Naja, werden wir rausfinden. Okay, also extra Anzug habe ich ja das letzte Mal gemacht, glaube ich. Genau, da war... Boah, das ist ja ein Schiff voll. Das ist mal ins Raumschiff übertragen. Raumschiff übertragen. Substanzen ins Raumschiff übertragen. Das Bildnis übertragen. Die Relikte übertragen. Das ist auch ganz gut. Lebenserhaltungssystem ist soweit okay. Raffinerie kommt nach oben. Ist wichtig, Kohlenstoff kommt ein. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche unbedingt mehr Plätze. Ganz, ganz dringend. So, Technologie. Ich hatte fertig gestellt. Genau. Sauerstoff. 10% mehr Lebenserhaltung. 20% Gefahrenschutzbatterie. Naja. 30% Kerngesundheit. 89 Schildstärke. Und Solarmodul plus 2 Energie. Was auch immer das bedeutet. Was auch immer das bedeutet. So, kurz gucken. Auf diesem Planeten hatte ich X-Alpha Base, bin ich X-Alpha Base, genau. Protokoll, Protokoll, Protokoll. Die Weltraumanomalie. Jenseits des Systems eine Weltraumanomalie betreten. Brauche ich noch ein Alien. Tja, wo finde ich jetzt noch ein Alien? Sehr gute Frage. Weiß ich gerade nicht. Hier, das gibt nur Energie. Das ist, naja, relativer Mist. Ich glaube, alles auf diesem Planeten hatte ich auch noch nicht erkundet. Da hat mir noch was gefehlt. Und zwar... Ich glaube, ein Flugsaurier. Ich täusche. Egal, kann man das mal... 300 Meter. Nee, ist so weit weg. Ist so weit weg. Okay. Dann abends allen. Jemanden kennen. Okay, da ist meine Heimatbasis. Hier waren wir schon. Das ist gut. Hier war ich noch nicht. Oh, Frau Kensener. Habe ich irgendwo Gag? Korax. Cadmiumantrieb erforderlich. Ne? Den haben wir noch nicht. Auch wieder Korax. Korax. Hatte ich mich verschrieben mit den Systemen, gehen wir da hin. Eine neue Sternbasis, neue Aliens. Und damit habe ich die Anomalie. Ich hoffe, ich bekomme dann diesen Atlas Pass 1. Aber hier bezweifle ich es. Oh, schöne Flotte. Schlachterdift. Luftverkommunikation eingereicht. Aber schöner Planet. Oh, Blutplanet. Trinken. Und noch ein Wasserplanet. Ist egal, wir scannen erstmal. Schlacht lassen wir erstmal außen vor. Dafür bin ich noch lange nicht bereit für sowas. Nicht in Reichweite, was ist das denn? So, Auffinder. Aber wo ist die Standbasis? So, Raumschiffskommunikation, bla bla bla. Korax wird angegriffen, bla bla bla. Ablehnt die. Tut mir leid. Ablehnt. Tut mir leid. Findet nun gerade im Frachthandel dabei, sich zu verteidigen. Was ist das? Verlassenes Gebäude. Okay. Aber wo ist die Basis? Sendeturm entdeckt. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt können wir erstmal den Planeten dahin. Scharfer Planet. Scharfer Planet. Auch nicht schlecht. Entdeckter Mond. Ist das ein Asteroid? Ja.
Ich dachte, jetzt wäre ein Planet. Unentdeckter Mond. Unentdeckter Mond, immer noch. Das können wir gerne mal. Verbrannter Mond, ha? Verbrannter Planet. Sieht aus wie ein Wasserplanet. Eiweißperle. Glühender Planet. Das ist auch nicht verkehrt. Aber trotzdem keinerlei Raumstation hier. Das ist auch übel. Macht die Sache nicht einfacher für mich. Ja, nehme ich jetzt dran teil in der Schlacht oder nicht? Das ist eine große Frage. Nein, möchte ich gar nicht dran teilnehmen. Die sind bestimmt bombenmäßig stark. Also, da habe ich gar keine Chance. Ich würde sagen, erstmal runter zum Sendeturm. Das ist das Gebäude. Das ist der Sendeturm. Handelsposten. Handelsposten ist gut. Da kann man Aliens kennenlernen. Da fliegt man hin. Ein Ziel ist es für mich immer noch, ein Fahrzeug zu erschaffen, bauen, was auch immer. Brauche ich. Finde ich ganz, ganz wichtig. Schnelle Selbststeuerung da. Bisschen oben lang fliegen. Ich kann so dann direkt drauf stützen kann. Sehr viele Wasserplaneten, die waren vorher nicht da. Ich lande genau da, passt schon. So, Landeplattform ist gut, weil dann kann ich mich landen und starten gleichzeitig. Kostenlos. Kostenlos ist immer gut. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Das geht auch langsam. Und da lernen wir auch Aliens kennen. Wunderbar. Moment, der hat ein Problem. Kovax, lichte Gehäuse flackern, bla bla bla, bla bla bla. Kovax Dialekt für 10 Kupfer. Chefwissenschaftler Entität bringt mir das Wort in seine Sprache bei. Unterbrechung, ah, okay. Kann man gar nicht verstehen. Scheint eine Schleife zu sein, leise gehen. Ich gehe, der Kovax bemerkt auch nicht, dass ich da war. Na toll. Aber ist egal, ich habe jetzt das Ding, was ich haben möchte. Energie und Bitter. Kovax antippen. Ich tippe die Höhe des Kovax an, kurze Flackern, scheint nichts zu passieren. Mist. Eigentlich ein schönes System, ganz klar. Nennen wir auch gleich um. Decken in... Binnen. X1, Zulu, Beta, 00. 4 muss das jetzt sein, genau. Dem Planeten bin ich einfach ein um in X1. Alpha war der erste Planet, wo ich gelandet bin. Auch wenn ich hier noch nicht viel was gemacht habe. 600 Units zum Abschließen. 12 Spezies. Oi, 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 oi. So, dann ab ins All. Ab zur Anomalie. Die muss ja vorhanden sein. Ich glaube, die war auch irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo genau. So, Kosmos dann gestartet. Raumschlacht. Der Sendeturm war ja, glaube ich, auch noch in der Nähe. Aber lassen wir erstmal alles außen vor. Da ist nur für Kommunikation eingerichtet. Ja, ja. So, lass mal schauen, wo ist die Anomalie oder wo war sie? Verdammt. Okay, ich war in der 3 und ich war in der 1. Ich weiß, da ist keine Anomalie. Ich weiß aber, irgendwo bin ich reingesprungen in eine Anomalie. Jetzt muss ich pokern. War das hier? Jetzt los oder war das hier reizbar? Hm. Es durfte, dass nicht angezeigt wird. So nicht? So auch nicht. Nee, ich bleib mal hier und scan mal ganz kurz hier. Vielleicht kommt er ja. Vielleicht springt er hier aus Versehen in die Basis rein. Da, 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 da. Hab ich doch Glück gehabt. Klappt nicht. So, in
der Theorie müsste ich jetzt einen Pass bekommen. Atlas Pass 1. Hoffe ich mal. Ich bin mir auch nicht sicher. Damit könnte ich dann, die Materie hochziehen, zu kostenlos organisieren, besitzen, also dann meinen Draft, was auch immer. Ich hätte dann den Vorteil, überall hinspringen zu können, wo immer ich hin möchte. Ich hoffe es. Aber das klingt rot. So, er hat Spezialist Polo. Es ist, wie du gesagt hast, Nada, wie du gesagt hast. Wir sind erfreut, begeistert, erquickt, dich zurückkehren zu sehen, Fremder. Und die anderen da draußen? Hast du alle möglichen Schürfe und Marienleutnantsanalysten getroffen? Ein grenzloses Universum? Natürlich. Daten übertragen. Polo ist ein Daten für die Verabweichung, die er schon kennt, krummelt er bei neuen Jubeldär. Dann klatscht er wie wild und bietet mir eine neue Technologie zu erstellen. Er behauptet, dass uns jetzt eine glorreiche Freundschaft verbindet. Multiwerkzeug, Tech oder Exo-Anzug? Ja. Multiwerkzeug ist immer gut, aber Exo ist besser. Raumschiff-Tech wäre aber auch nicht schlecht. Ich nehme erstmal einen Exo-Anzug. Clever, ein solider Anzug, langes Leben, mein Freund. Ja, ja. Ich weiß, wo du warst, ich weiß, wo du hingehst, kein Grund zu eilen. Geh mal weg. Lebenserhaltungsmodul B1 erhalten. Reisender ist das erstens oder letztens so oder so ein Vergnügen. Ich bin Priester Entität Nada, anders Nadeka Kovacs, aber Entitäten müssen Geheimnisse bewahren. Elektronische Wesen starrt mich durch seine dunkle Masken an. Ich werde das Gefühl nicht los, es irgendwo schon mal getroffen zu haben. In der gesamten Station ist ein seltsames, nervenaufregendes Frequenz zu hören. Nada sagt mir, dass wir am Ort zwischen den Welten sind, im Herzen der Anomalie. Ressourcen zur besseren Erkundung? Ja, da gibt mir ein Geschenk, das mir auf meinen Reisen helfen soll. Er wünscht mir einfach nur Glück haben. Es ist Plasmawerfer. Okay, auch nicht verkehrt. Reisen hofft Fortschritte meilensteinig übertragen, gerne. Du hast viel gesehen, aber verstehst du es auch? Nada weiß das nicht. Bitte nimm das. Und dann jetzt. Polo mit der Analyse beschäftigt 2 Stunden. Warum ist wenig? Okay. Planetsystem noch nicht ganz erkundet. Plasmawerfer bauen. Sammle raffiniertes Supersignals. Kann ich mir gar nicht. Kaufe Technologiemodule. Technologie installieren. Kann ich alles nicht, also machen wir hier. Aber ich habe 900 Nanets. Das wiederum ist gut. Aber 2 Stunden hier. Für den Atlas-Pass. Ist auch heftig. Okay, ich soll ja auch mehr soll fliegen. Aber ich habe immer noch keine Sternbasis hier. Jetzt habe ich da Handelsposten. Komm, Station. Schauen wir gleich, was die für schöne... so eingehende Nachricht. Ja, ja, ja. Fracht hat mich gerade abgelehnt erstmal. Tut mir leid, ich muss das erstmal ablehnen. Hilft alles nichts. Ich fühle mich noch nicht bereit, mit meinem Raumschiff da drinnen so umherzufliegen, um alles platt zu machen. Das Technologien. Komm ich an Raumstation. Gleich dort die neuen Leute kennenlernen und da mal anfangen. Irgendwie ein paar Missionen zu erledigen. Da will ich mal Ränge steigen. Vielleicht bekomme ich da mal etwas Glück. Irgendein Modul, was mir dann hilft, irgendwie ein Fahrzeug zu bauen, damit ich Planeten richtig umgehen kann. Raketenstiefel brauchen wir nicht. Den Rest brauchen wir noch. Okay. So, dann kann man hier einen Exo-Anzug auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, ihre Technologie ist wichtiger für 5000. Ja, dann geht gegen Baupläne. Wirtschaftsscanner. Ja. Phasenstrahler. Ja. Zyklonballiste. Konfliktscanner. Ich habe keine Ahnung, wozu ich das brauche. Nicht lineare Optik. Hitzeverteilung plus 11%. Ja, auch nicht schlecht.
Klonenballista feuert eine große konzentrierte Kugel aufgeladener Partikel auf. Ein frontales Ziel verursacht schweren Schaden. Die Salve besitzt keine Zielsuchfunktion und folgt ihrer Flugbahn, bis sie auf ein Hindernis trifft. Hm? Raumfahrer, Strahlenwaffe und Asteroidenbergbaugerät. Der Nutzer wird darin zum Aufladungsgerät organische Materialien verwenden. Ja. Mach mal Klötz. Hat ein kleines Gerät drin, vielleicht kann ich mir ja leisten. Für 400.000, nein. Nein! Gleich abgelehnt, nein. So, was haben wir? Nein, gegen Baupläne. Kampfvisier. Für Kampfhandlung. Wellenform Wiederverwerter. Potenzielle Scanfrequenz. Aufladzeit 20% Scanradius plus Dings. Das wäre gut. Das wäre sehr, sehr gut. Geologiekanone. Auch nicht schnell. Glutspeer. Streu. Dings. Oh, das sieht alles so toll aus. Kannst du halt nicht verwenden. Und dann? Moin, Cobra. Ein Training. Okay. Der Krieger scheint mich mit Feuer in seinen Augen. Sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Die Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das gebieten mir wohl Tradition und Ehre. Ich empfinde keine Gefahr. Multiwerkzeug übergeben? Klar. Ich hatte was Neues, der Krieger. Nicht zufrieden, er bietet mir ein verbessertes Ersatz-Multiwerkzeug an. Das Ding, weil ich gerade kaufen konnte. Kaputte Tech-Tech. Scannerhammer, Analysevisier. Klar. Ein plus 6 Scan. Scan plus 45, das ist gut. Kostet gleich mal hier meins 32.000. Das Ding kostet hier mal gleich 820.000. 5 von 7 Plätzen. So klar, angenommen. Dann an sich bei dem VG hat sich verbessert. Auch nicht schlecht. Lebensform akzeptieren. Mit Aufträgen akzeptiert. Kommt so leicht, seine Liste Notizen zu. Furchtliche Kreaturen füttern. Dienst du da? Kreatur? Ach, ist ein Gag. Units geben 10 Stück. Lebensform ist auch nicht begeistert, sie gibt mir etwas im Tausch. Ach, nein, nichts. Ja. Streich jetzt so einen Kopf, sind sie glücklich und zufrieden, so mal gut. Muss ja trotzdem Aliens kennen, was ich jetzt auf jeden Fall machen muss. Ist ein Multi-Werkzeug. Terraform zu bauen, brauche ich ein Kohlenstoff-Nanorohr. Ich glaube, das kriegen wir hin. Der Terraform ist sehr, sehr wichtig. So, brauche ich noch einen. Passt, habe ich Glück gehabt. Denn ohne den kann ich ja kein Kupfer abbauen, das wäre echt blöd. So. Schädigt kaputte Technologie. Technologiemodul brauche ich dafür. Auch Technologiemodule. Okay, also kann ich unterwegs reparieren. Kein Problem. So, extra Anzug. Technologie. Warte mal, stopp. Der hat mir doch eine was verkauft im Anzug. Lebenserhaltungssystem. Objekte übertragen, Lebensordnungsmodul B in anderen Teilen installieren, sobald Auswählen-Technologie installieren. Erzählt, wie kann das Upgrade für Lebenserhaltungssystem? Lebenserhaltungstank plus 11%. Ja, es geht doch langsam aufwärts. Es geht doch langsam aufwärts. Wenn auch nur langsam. Bauen, erschaffen. Die Pflanzen, die kann ich nichts abnehmen. Sind hier hinten irgendwie Aliens? Nein. Okay. Ich spreche auch im schnellen Waschgang durch. Das ist, vielleicht ist es nur zustimmend nicken. Geht nur darum, die kennenzulernen. Viele Kontakte wie möglich. Hilfe, Kovacs-Dialog bitten. Wird für gestoppt, haben wir gelernt. Ah, nicht schlecht. Beruhigen. Nichts gelernt. Dialekt bitten. Silikat habe ich gelernt. Okay. Wir gehen. Ja.
Techniker. Weggehen. Ist egal, ich habe ihn kennengelernt. Die Kameraden nicht kennengelernt, die sind ja so drauf. Reisender, bla bla bla, Mission durchsuchen. Manipulation des Marktes. 250 Uran sammeln. Mordet sammeln. Exotische Formation Mineralien scannen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, akzeptiert. Weil Mineralien ist ganz schnell gescannt. Planetare Verarbeitungsanlage überfallen. Das machen wir nicht. Sonst brauche ich einen Blitzwerfer. Den habe ich nicht. Den kann ich eh noch nichts machen. Keine Ahnung, was das hier ist. Irgendwie Gilde? Irgendwie kann man sich dann eine Gilde treffen. Was ganz cool ist eigentlich. Ich möchte die Jungs hier alle anquatschen. Wir gehen. Hilfe anbieten. Aber auch nichts bekommen. Nach dem Weg fragt man nicht. Wir gehen. Ist egal, ich lerne die kennen. Es geht nur darum, die kennenzulernen. Das ist alles. Hatte ich ihn schon? Ich glaube, oder? Tauschhandel, 1000 Gold. Nimmt mein Paket an und gibt mir dafür ein Paket. Und zwar... Business. Ich hab Bild. Nadel geben, wir irgendwo erlauben. Nadel geben. Nadel ist Metallproduktion gemacht. Die Identität ist enttäuscht. Was? Hat sich verschlechtert? Dafür habe ich jetzt 46 Pyrax bekommen. Ja, war unverkehrt. So, okay. Okay. Ja, die Raumstation hat sich teilweise gelohnt. Ich habe Leute kennengelernt. So, jetzt war das Zeit, mal etwas zu machen. Richtig. Also fangen wir hier auf dem Mond an. Aber das nervt. Feuersturm. Ach du Scheiße. Das ist auch gleich irgendwas. Ist das ein Gebäude? Eine Ressource. Ja. Das ist ein Gebäude. Auf verlassenen Mond. Auf verbrannten Mond. Und wir haben draußen Feuersturm. Ich weiß auch nicht, wie gerade draußen sind. Hat hinten noch vorbeiflogen. Mist. Das ist so fliegen. Kurz umkreisen. Von wegen Gebäude ist nur ein Speicherpunkt. Ist egal, wir landen trotzdem. Biotom mit Inferno, Winde, Wächter passiv, Umgebung, ergiebig und. Boah, wie das runtergeht. Ja, wer mitten im Sturm landet, braucht sich nicht zu wundern. Ich bin im Sturm gelandet, das ist eine super Sache. Aber es macht ja nichts. Tja, wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Deswegen, bis später. Ciao.